Hey, was geht ab, Leute? Team Bubbletier, ich und Nico von der EM in Berlin. Und wir zeigen euch heute mal Nikos Deck. Er hat was Verrücktes ausgepackt, richtig Panik. Leg mal los, Mann. Vielleicht erstmal, wieso? Also ich habe das Deck, sag ich mal, ein bisschen getestet. Man hat eigentlich immer konstant damit gezogen. Ich habe mir aber zu wenig vorbereitet, nur ein paar Tipps, sag ich mal, von Nong gehört. Seitdem Dueling Network tot ist, habe ich auch nicht viel getestet. Das ist echt zu krass. Ich habe gemerkt, ich muss mir echt DevPro holen. Ich war immer DevPro-Hater. Jetzt nach dem Event muss ich wiederholen, muss ich wieder ein bisschen testen, weil ich habe gemerkt, ohne Testen geht es echt nicht. Also, genau, ich habe Pendel gespielt, dreimal den Odd-Dice Pendulum Dragon. Kam gut, sag ich mal, ist wegen dem Effekt, dass er viel Schaden macht. Ne? Kann mit Utopia Beyond, kann er OTK geben, sind dann genau 8000. Dreimal Kirin, richtig gute Karte, ist zurzeit eine der spielstarken Karten, braucht man nichts sagen. Zweimal Epics, auch gut, Effekt ist super, kann alles annullieren, kommt wieder auf die Hand zurück. Dreimal Abductor, weil ich, sag ich mal, dass ich immer suchen kann. Mit Zauberkarten, weil ich mit Terraforming spiele, Sky Iris, mit den Pendelkarten und so weiter. Dreimal Joker. Sorcerer, ja, ich sag schon Joker. Dreimal Bumbuku, gerade noch so bekommen. Ihr wisst, es gab Chaos wegen denen. Es gab echt, Mann. Es gab echt Chaos Max Dragon, Mann. Dreimal Centric, nie gekommen. Irgendwie habe ich den nicht so oft gezogen, ich weiß auch nicht. Dreimal Einhorn, dreimal hat super gepasst. Ich habe gedacht, dreimal ist eigentlich zu viel, aber war gut. Den Effekt hier, davor, wo ich das Deck gar nicht gespielt habe, kannte ich den gar nicht, dass er boosten kann, war auch richtig gut, kam öfters über Destroyer rüber und so weiter. Einmal der Phoenix als Low Scale, einmal Joker, einmal Lizard Draw, beste Karte, Monkey Board und Gitarre, weiß nicht, zwei beste Karte, Gitarre, einmal Wähler, richtig schlecht. Also Katastrophe, eigentlich gedacht mit Abductor, dass man da eventuell suchen kann, wenn er gespielt wird, aber kommt sofort raus, kann man wegschmeißen. Dann dreimal Sky Iris, immer auf der Starthand, darauf basiert das Deck. Ne? Dreimal Terraforming, Sky Iris zu suchen und das Dorf der Hexer. Einmal Upstart, einmal Nachladen. Finde ich eigentlich ganz gut. Also, boarde ich aber öfters raus, wenn man andere Karten boardet, wenn man nicht mehr so viel Pendel spielt. Einmal buntäugige Fusion, ist eigentlich auch ziemlich gut, kann man mit Skyris suchen. Einmal Space und Backrows zerstören, Strike, dies und das. Einmal Token. Richtig softig. Ist richtig gut. Einmal Odd Dice Vortex Dragon, kam nicht so gut wie erwartet. Öfters in Defense beschworen, Gegner kam nicht durch, war jetzt nicht so schlecht, ein paar Mal habe ich den rausbekommen, aber ja, also war Apex eigentlich immer besser. Dann die Karten, um ihn rauszubekommen, die zwei natürlich nie beschworen, oder den kann man vielleicht noch beschwören, den vielleicht nur mit Wähler, der ist eh nur für Otter's Fusion da. Topia Beyond, richtig unterschätzte Karte, die ist, sag ich mal, gegen Cosmo beste Karte, ne? Alle Attacken auf Null und dann kann man, wenn man noch den Pendel und Drachen hat, 8000 Schaden. Ne? Rebellion nie rausgebracht für OTK. Weiß ich nicht, ob ich rausgebracht habe. Einmal für Backrow oder ähnliches oder für Dings. Was weiß ich, Karten, die stören, wenn jetzt dieses Emptiness, dies und das. Grand Pulse für die Raccoons, für die Waschbären, Totem Bird für die Waschbären. Zweimal Dweller gegen Monarchen, dies und das. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das vielleicht hätte spielen sollen. Mit Universum im Side gegen BA. Kommen wir zum Side, das war nicht gut, das war eigentlich scheiße. Das war echt nicht gut. Dreimal Max C. Falls ich dann, sag ich mal, gegen BA, gegen Pendel jetzt nicht mehr so gut, wenn man als Zweiter geht, hat mir einmal den Arsch gerettet gegen Fusionist, zur richtigen Zeit aktiviert, konnte er mich nicht totziehen lassen. Zweimal Chaosjägerin, in der Theorie gut, weil man die pendeln kann, Level 7,
Habe ich gegen Cosmo gespielt, habe ich Kutwitsch kassiert, war nicht so toll, dann drüber gerannt. Zweimal Denko gegen die Maestex und gegen Magispector mit vielen Fallen. Aber kann man auch Kirin kassieren, also dies, das. Das ist jetzt auch nicht. Nebelkönig, richtig schlecht. Hatte ich tot auf der Hand gegen Monarchen. Kalko nicht gezogen. Space gegen die Maestex, dies, das, gegen Pendel. System Down gegen Dings nicht gezogen, gegen Cosmo. Dreimal Universum nicht gebordet, gegen BA nicht gespielt. Dein Eindruck vom Pendel und wie schwer war es jetzt, das Deck zu kontrollieren? Also Deck ist wirklich gut. Man kann sagen, man zieht damit eigentlich immer konstant. Ich hatte nie so, also einmal hatte ich eine, vielleicht in einem Spiel, also nicht in meinem Match, aber in einem Spiel hatte ich vielleicht eine sehr schlechte Art, aber sonst hatte ich eigentlich immer nicht schlecht gezogen. Problem ist, man muss es also wirklich kontrollieren. Ich habe es da eine Woche davor, habe ich das mal angefangen, so ein bisschen zu spielen, dies und das. Und dadurch, sage ich mal, vielleicht habe ich die einen und anderen Fehler habe ich gemacht vielleicht dadurch. Was ich gemerkt habe, die Spieler haben sich sehr lang gezogen, dies und das. Es war oft so, dass ich das erste Spiel gewonnen habe. Das hat aber dann 35 Minuten gedauert und beim zweiten Spiel musste ich dann schnell reinmischen, damit es kein Draw ist. Und dann drittes Spiel, Timeout. Wenn ich es vielleicht kontrolliere, geht es vielleicht schneller und dann läuft es besser. Wirst du bei dem Deck bleiben? Ich werde es auf jeden Fall mal, sag ich mal, weiterspielen so. Hat mir gut gefallen. Ich werde mich mal ein bisschen dran setzen, wie gesagt, mit DevPro mal testen. Anti-Decks, sag ich mal, finde ich zurzeit, sind nicht mehr so stark. Ich werde mal jetzt an dem Deck da noch mal ein bisschen probieren. Nebenbei meinem Blue Eyes Deck hole ich mir jetzt die neuen Karten und dann werde ich mal schauen, was ich für ein Deck bei dem nächsten Turnier spiele. Alles klar, dann hoffen wir, dass du es bald kontrollieren wirst und nicht mehr leiden wirst. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.